Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Freitagnacht, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht, wie immer freitags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Thomas und Thomas ist 39 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo. Dein Thema, weswegen rufst du an? Also mein Thema ist, ich verdanke meine Existenz einer Vergewaltigung. Mhm. Seit wann weißt du das? Seit nicht ganz 10 Jahren. Mhm. Wer hat dir das erzählt? Also ich bin unter ganz schwierigen Bedingungen aufgewachsen und ich habe mich dann irgendwann von meinen Eltern gelöst, bin in eine andere Gegend gezogen und da habe ich eines Nachts so einen Traum gehabt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter angesprochen darauf und dann ist sie erstmal sehr hysterisch geworden und es war auch ganz schwierig, da überhaupt Informationen rauszukriegen über meinen Erzeuger. Und dann habe ich, ich habe erstmal auch ganz große Probleme gekriegt, das überhaupt erstmal zu verarbeiten. Und also das kam ins Laufen durch einen Traum? Ja. Das ist ja verrückt, ne? Ja, ich denke mal, ich habe auch da mit Leuten drüber gesprochen, da hat sich in dem Laufe der Jahre so viel angesammelt, auch an Spannungen, das ist einfach rausgekommen. Ja, und dann hat es letztendlich deine Mutter dir gesagt? Nee, es ging erstmal nur darum, dass also mein Familienvater nicht mein leiblicher Vater ist. Und das ist dann erstmal so im Raum stehen geblieben. Ich habe auch keine Informationen von ihr gekriegt, wer das war, unter welchen Umständen das passiert ist. Aber von wem hast du denn dann erfahren, dass es eine Vergewaltigung war? Ich habe irgendwann mal einen Privatdetektiv engagiert, der also da auch Kontakt da zu dieser Familie hergestellt hat, meines Erzeugers. Und dann habe ich auch wieder ganz viel Zeit ins Land verstreichen lassen, bis ich da mal die kontaktiert habe. Aber wie kompliziert alles? Du warst doch da auch schon 29. Du bist jetzt 39, also vor 10 Jahren. Das heißt, da waren fast 30 Jahre vergangen. Wie kann denn da ein Privatdetektiv, dem du sagst, du hast ihm einfach nur gesagt, ich weiß nicht, woher ich komme. Das hat sich alles im ländlichen Raum abgespielt, sodass das einigermaßen überschaubar war. Also rausgekommen ist es dann durch die Arbeit eines Detektivs. Ja. Und hast du dann irgendwann mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ja, aber das hat dann auch wieder ganz lange gedauert, weil die per Du nicht darüber sprechen wollte. Das ist ja auch ganz schwer gefallen. Mhm. Aber irgendwann ist es dann schon passiert. Ja, ich habe dann also erstmal, das hat auch sehr viel Streit gegeben. Ich habe mich mit meinen Eltern selber geworfen und da habe ich erstmal den Kontakt gänzlich abgebrochen und irgendwann dann wieder aufgenommen und dann habe ich gesagt, Mama, wir müssen irgendwas machen. Und dann stand dann im Raum, habe ich den Vorschlag gemacht, einer Gesprächstherapie. Ja. Das hat dann den Durchbruch gebracht. Also wir haben uns ausgesprochen, meine Mutter war überhaupt erstmal imstande, über diese ganze Situation zu reden. Und die ersten 3 Sitzungen waren äußerst anstrengend. Ich kam aus dieser Stunde raus, ich war fix und fertig. Weißt du den genauen Tathergang? Hat man dir das erzählt oder hat sie dir das erzählt? Ja, so ungefähr, so vage. Nicht? Die hat den Mann kennengelernt. Und das ging erst ganz nett und dann wurde er dann irgendwann sehr aufdringlich, weil ich vermute, das lag daran, was meine Mutter damals in den Ort meines Vaters gezogen ist, meines Familienvaters. Also es war nicht so auf der Straße ein Überfall? Nein. Das war also schon ein Bekannter, den sie irgendwie kennengelernt hatte? Ja, und dem sie dann so quasi ihr Vertrauen geschenkt hat, nicht? Und sie kannte dort auch niemanden. Im Anfang, als sie dahin gezogen ist und das hat dieser Mann wohl ziemlich ausgenutzt. Ja, ist dieser Mann, hat sie ihn damals angezeigt? Ist der vor Gericht gestellt? Nein, das ist alles unter den Tisch gekehrt worden. Mhm. Und das ist alles, weil sie einfach auch Angst vor dieser Pein hatte, nicht? Wusste denn der spätere Mann oder Freund deines... Die war zu der Zeit verheiratet schon und hatte auch schon eine Tochter. Ach, deine Mutter war schon verheiratet zu der Zeit? Ja. Und wusste denn dann ihr Mann, dass er nicht dein Vater ist oder hat sie es ihm verheimlicht? Das hat sie ihm auch verheimlicht. Achso, der Mann ist davon ausgegangen, dass du sein Sohn bist. Ja. Und du hast immer gedacht, das ist mein Vater. Ja.
Aber dennoch, wie verrückt, dass du dann so unterbewusst so eine Ahnung hattest, dass da irgendwas nicht stimmt zwischen in der ganzen Familiensituation. Wir hatten sehr heftige Spannungen in der Familie und wie gesagt, meine Kindheit war ganz, ganz schlimm. Ich habe ganz schlimme Sachen, also bis zu traumatischen, ging bis hin zum Trauma. Und dadurch war natürlich der Familiensegen hing fast immer schief. Wie hat denn jetzt der Mann deiner Mutter darauf reagiert? Mein Familienvater. Bitte? Mein Familienvater. Ja, okay, nennen wir ihn so. Wie hat der darauf reagiert, als er erfahren hat, dass du nicht sein Sohn bist? Weil hat er das überhaupt erfahren? Der hat sofort gesagt, da will ich niemals drüber sprechen. Und das respektiere ich auch so. Und da haben wir auch ich habe bis heute mit ihm da kein Wort drüber gesprochen. Wer hat ihm das denn gesagt, denn letztendlich? Meine Mutter. Ja. Und die beiden sind aber noch zusammen und das ist. Die sind zusammen und die genießen ihren Lebensabend und das finde ich auch ganz, ganz toll. Und diese ganzen Spannungen sind wie weggeblasen. Das ist im Grunde genommen wie ein Krieg, der vorbei ist. Du hast heute einen guten Kontakt zu den beiden. Wir haben ein ganz herzliches Verhältnis. Also wenn ich nach Hause komme, ich umarme meine Mutter, gibt's Küsschen und so weiter, auch mit meinem Familienvater. Es ist alles komplett spannungsfrei. Wie erklärst du dir das, wenn das damals so schlimm war und so du auch eine sehr schwierige Kindheit hattest, wie erklärst du dir, dass es jetzt so gut ist? Ich denke mal, das hat man hingekriegt mit ganz viel Liebe. So, das ist meine einzige Erklärung. Wer hat geliebt? Ich. Du. Weil ich gesagt habe, das ist passiert, ich kann das nicht rückgängig machen und ich kann niemanden dafür verantwortlich machen. Es ist mein ganz persönliches Leben und ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich dieses Leben gestalte. Na gut, dennoch ist es schön, dass es so gelaufen ist. Es hätte ja nicht, hätte ja dennoch anders weitergehen können, auch wenn du so wohlwollend und liebevoll auf die Menschen zugegangen bist, hätten die sich ja dennoch von dir distanzieren können oder es hätte weiterhin Probleme geben können. Haben sie aber Gott sei Dank nicht. Hast du den Eindruck, dass deine Mutter dich aufgrund dessen, dass du Kind einer Vergewaltigung bist, distanzierter erzogen? Hat sie dich nicht so geliebt in deiner Kindheit? Nein, das war eine Hassliebe. Das war eine Hassliebe. Auf der einen Seite hat sie mich geliebt, aber auf der anderen Seite war ich natürlich allgegenwärtig und habe sie natürlich an diese ganz unangenehme, traumatische Situation erinnert. Als das dann eskalierte und ich so heranwuchs und auch Schwierigkeiten hatte in der Schule, privat und in der Gesellschaft und so weiter. Und dadurch fiel ich ja auf und war in aller Munde. Das war für sie ganz, ganz schlimm, weil sie hatte einfach immer nur Angst, dass das rauskommt. Ja. Und in dieser Angst hat sie sich richtig versteinert. Jetzt muss ich dann doch nochmal fragen, wenn das so geheim gehalten worden ist damals, eigentlich, wie ich das jetzt verstanden habe, hat nur deine Mutter davon gewusst. Ja. Wie kann dieser Privatdetektiv das rausgekriegt haben? Das ist wohl irgendwo, das ist schon im Dorf, wo die damals gewohnt haben, ist das ein bisschen rund gegangen. Und dennoch hat dein Familienvater, wie du ihn nennst, das nicht mitbekommen? Nein. Die haben wohl mitgekriegt, dass er sich für meine Mutter interessiert hat, weil der war damals Fernfahrer. Der ist dann da auch, der hat die auch angesprochen und ist auch unangenehm geworden. Aber dass meine Mutter davon schwanger wurde, das wusste er nicht. Ja. Hast du denn jetzt, nachdem du weißt, wer dein leiblicher Vater ist? Ja. Hast du mit dem Kontakt aufgenommen? Nee, der ist gestorben. Ach so. Der ist irgendwann schwer krank geworden und gestorben. Das heißt, diesem Traum eigentlich, den du da gehabt hast, so verrückt das auch ist, hast du zu verdanken, dass, wenngleich es auch dann sehr kompliziert alles wurde, aber dass heute euer Leben entspannt und schön ist? Ja. Ich bin froh, dass das so gekommen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich kriege das nämlich mit in meinem Umfeld, wenn solche Spannungen da sind, muss ja nicht dieselbe sein, wie sehr manche Familien sich Kinder, Eltern überworfen haben und überhaupt nicht imstande sind, aufeinander zuzugehen. Und da ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar auch meinen Eltern, dass wir uns da einigen konnten, dass wir überhaupt eine Basis gefunden haben für einen vernünftigen und liebevollen Umgang miteinander. Und dadurch hat mein Leben eine ganz andere Qualität bekommen dadurch. Das ist eine sehr schöne Wendung dieser doch sehr schwierigen Geschichte und des sehr schwierigen Themas auch.
dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das so bleibt und dass du weiter mit deinen Eltern, mit deiner Familie einen guten Kontakt hast. Ja, danke schön. Das hört man sicher auch so selten, dass es so eine gute Wende genommen hat, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Alles Gute von Herzen, Thomas. Ja, danke Jürgen. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu Telefonnummer 0800 220 5050. Hinweis auf morgen. Morgen habe ich prominenten Besuch im Studio. Und zwar wird Dirk Bach hier bei mir sein. Die Sendung beginnt morgen 5 Minuten früher als geplant. Um 20 vor 12. Morgen Abend um 20 vor 12 geht es los. Bei Domian ist Dirk Bach zu Gast. Und wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr euch gerne mit Dirk Bach unterhalten wollt, dann ruft morgen an während der Sendung oder ihr könnt euch heute auch schon per Mail bei uns anmelden unter domian@wdr.de. Dirk Bach ist morgen mein Gast. Sendung beginnt um 20 vor 12 und eine Stunde vorher sind auch schon die Leitungen geschaltet. Martina, 26 Jahre alt. Hallo Martina. Hallo. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist Schuppenflechte. Oh, das ist ein ernstes und für die, die es haben, sehr unangenehmes Thema. Richtig. Gehe davon aus, dass du betroffen bist. Genau. Ja. Und zwar in der schlimmsten Form, die man sich vorstellen kann. Beschreib dich mal. Ich bin von Kopf bis Fuß, oder ich war von Kopf bis Fuß übersät mit großen weißen Flecken. Mhm. Die in der Regel auch sehr jucken? Genau, sehr jucken. Die sind also ganz trocken. Bei mir ist das so, dass die aufplatzen, blutig werden. Und wenn man zu sehr kratzt und es zu sehr blutig wird, kann es eitrig werden unter Umständen? Genau. Mhm. So sieht's aus. Und bei das mir. Ist am ganzen Körper? Ganzen Körper. Das heißt also auch schon auch unterhalb, am Kopf auch, unterhalb der Haare? Überall, im Gesicht, auf den Händen, auf den Füßen, unter den Füßen. Also ich konnte zeitweise überhaupt nicht laufen. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. Ja. Wann hast du diese Krankheit bekommen? Vor 2 Jahren. Erst vor 2 Jahren? Ja. Da ist sie zum Ausbruch gekommen. Also mein Arzt sagte, das wäre eine Genkrankheit. Ja. Das liegt also in den Genen, ist vererbbar. Ja. Bei mir in der Familie ist das auch schon ein paar Mal aufgetreten, allerdings nicht so schlimm wie bei mir. Mhm. Wie kam diese Krankheit? Kam die schleichend oder war die plötzlich da? Plötzlich da. Plötzlich auch am ganzen Körper dann da? Nee, also das fing an auf den Händen. Das weiß ich noch ganz genau. Dass die Hände pustelig wurden und es sich gejuckt hat und du gekratzt hast. Und genau, ich habe erst gedacht, ich hätte irgendeine Allergie, aber das war dann nicht so. Es fing auf den Händen an, dann kriegte ich die ganzen Beine und dann zog sich das so den ganzen Körper entlang. Du hast gerade gesagt, ich hatte den ganzen Körper betroffen oder der ganze Körper war befallen. Ja, ich bin also mittlerweile in der Uniklinik in Therapie. Mhm. Ich habe mittlerweile, jetzt ist das die 14. Therapie, die ich mache. Mhm. Und diese hat mir so einigermaßen geholfen. Also man sieht es immer noch, aber nicht mehr so schlimm. Was das sieht jetzt auch hauptsächlich so aus, als hätte ich so Pigmentstörungen. Ja. Also an den Armen und an den Händen und im Gesicht. Was ist das für eine Therapie? Ist das eine medikamentöse Therapie? Ja. Mit Nebenwirkungen auch? Ja. Wie sind die Nebenwirkungen? Ich habe dadurch Wassereinlagerungen in den Beinen. Mhm. Manchmal zu hohen Blutdruck. Ist das eine Schwindelanfälle und sowas. Ja, ist das eine Cortisontherapie? Nein. Nein. Cortison habe ich auch schon genommen, aber das hat bei mir zu hohe Nebenwirkungen gebracht. Mhm. Da konnte ich die Therapie nicht zu Ende machen. Du sagst Wasser in den Beinen und so weiter. Heißt das auch Wasser im Gewebe, dass du auch zugenommen hast, dass man das sieht? Ja, das ganz, schon. Ganz heftig. Ganz heftig. Wie viel hast du vorher gewogen? Wie viel wiegst du jetzt? Ich wiege jetzt 110 Kilo und habe vorher 80 Kilo gewogen. Oh ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Mhm. Würdest du dennoch sagen, ich bin froh, dass die Schuppenflechte einigermaßen im Griff ist, dafür nehme ich in Kauf, dass ich halt jetzt mehr Umfang angenommen habe? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Als ich das ganz schlimm hatte, wurde ich oft behandelt wie eine Aussätzige. Ich wollte gerade sagen, ich weiß von Menschen, die Schuppenflechte erkrankt sind, dass sie sehr viel zu leiden haben mit der Reaktion der Außenwelt. Das ist richtig. Das war bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Erzähl mal. Also ich hatte das im Büro zum Beispiel jetzt. Ich habe halt viel mit Kunden zu tun gehabt. Mhm. Und diese Kunden, die haben dann schon des Öfteren komisch geguckt. Dann Kollegen haben sich konnten damit nicht umgehen. Weil die Leute sich ekeln, ne? Genau. Die Leute haben Angst, einen anzufassen, die Hand zu geben. Genau. Die denken, das ist ansteckend. Ja, genau. Und überhaupt finden sie es eklig. Richtig. Mhm. Bist du darauf angesprochen worden oder hast du das nur so gemerkt, dass die Leute so zurückgingen?
Teilweise bin ich darauf angesprochen worden, teilweise haben sie es mich also richtig spüren lassen. Mhm. Aufgrund dessen habe ich mich natürlich sehr aufgeregt und aufgrund dessen ist es halt noch schlimmer geworden. Wie sprechen Leute einen darauf an? Was sagen die? Was ist denn das, was du da hast? Na gut, das ist ja noch okay. Ist okay, dann erkläre ich das. Dann kann man es erklären. Ja. Aber dann gibt es auch Leute, die sprechen einen nicht gezielt drauf an, sondern die fangen dann an so hintenrum. Mhm. Das ist dann natürlich nicht so schön. Hast du gemerkt in der Zeit, dass sich auch nähere Leute, Freunde, Freundinnen von dir distanziert haben? Ja, auf jeden Fall. Das auch. Echte Freunde habe ich noch zwei. Mhm. Hattest du zu der Zeit, als die Krankheit ausgebrochen ist, einen Freund? Ja. Und den habe ich auch immer noch. Den hast du immer noch? Ja, und da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, das ist ein gutes Indiz dafür, dass er dich wirklich sehr lieb hat. Ja, genau. Dass er dich so nimmt, wie du bist und dich auch mit deiner Krankheit akzeptiert. Ja, der tut auch alles für mich, also das muss ich echt sagen. Ja. Das ist das einzig Positive, was dadurch halt geblieben ist. Mhm. Ja. Jetzt hat die Therapie so einen Fortschritt gemacht. Mhm. Musst du jetzt weiter immer permanent diese Tabletten, die Medikamente einnehmen? Ja. Das musst du? Wahrscheinlich sogar mein ganzes Leben. Mhm. Das heißt, du musst dich damit abfinden, dass du dein ganzes Leben lang auch ein bisschen korpulenter bist? Genau. Mhm. Ich meine, dünn war ich nie. Aber ja. So wie jetzt auch nicht. Ja. Das aber passt das ja fast halt so schlimm. Ja, das passt ja fast so von der Thematik in unsere gestrige Sendung. Wir hatten ja gestern das Thema Ich bin anders. Ja. Ne, da, das ist ja sicherlich für dich heute auch so, dass du immer noch denkst, ich bin aufgrund auch ja, der Erkrankung, vielleicht auch jetzt des Dickerwerdens schon, eben ich entspreche nicht so der Norm. Richtig. Mhm. Das merkt man auch. Also mich vergleicht, also viele sagen zum Beispiel, ey, bist du schwanger, du bist so dick. Mhm. Ja, aber ich versuche das dann zu erklären. Ich meine, jetzt geht's mittlerweile, jetzt sprechen die Leute auch mit mir. Arbeitest du auch wieder? Ja. Und hat sich das dann auch so beruhigt in deiner Arbeit? Ja, ich habe den Job gewechselt. Ach so. Es gab also mehrere Reibereien da und dann musste ich mehr oder weniger. Wie ist denn das, wenn du jetzt schwanger werden würdest wollen? Ja. Besteht die Gefahr, dass das schon vererbt wird? Ja. Das schon. Ja, das ist auf jeden Fall eine Erbkrankheit. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, ob du das Risiko eingehen möchtest? Ich möchte das schon, aber im Moment einfach nicht. Im Moment kann ich das einfach nicht. Mhm. Also ich würde schon gerne irgendwann mal Kinder oder ein Kind haben. Ja. Aber hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Bist ja erst 26, da kann man ja noch ein bisschen warten. Martina, ich hoffe, dass es dir weiterhin dann doch so einigermaßen den Verhältnissen, den Umständen entsprechend gut geht. Dankeschön. Und vor allen Dingen Gratulation zu deinem Freund. Das ist schon super, super klasse. Hilft dir sicher so seelisch auch, die Krankheit besser zu bewältigen, sehr. Ne? Mhm. Ja, das muss ich schon sagen. Das glaube ich, ja. Ja. Alles Liebe, alles okay. Gute. Dankeschön. Tschüss, Martina. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Dieter ist hier und Dieter ist 46 Jahre alt. Hallo, Dieter. Ja, hallo, Domian. Ja, hallo, Dieter. Dein Thema. Ja, mein Thema ist zu Hause nackt. Wie bitte? Zu Hause nackt? Ja, richtig. Zu Hause nackt. Ja, warum nicht? Mhm. Ja, genau. Ja. Ich auch. Du bist also zu Hause gerne nackt? Richtig. Also immer. Ne? Sobald ich nach Hause komme, runter mit dem Kleider und frei. Immer? Immer. Auch wenn es Winter ist und kalt ist? Ja gut, zu Hause mit der Regel eine Heizung, ne? Und dann kann man ja temperieren, ne? Ja. Lebst du alleine? Nein, ich bin mit einer Linksgefährtin zusammen, die das allerdings nicht ganz so akzeptieren, ja, aber selbst nicht ausübt. Ja. Was machst du, wenn ich fragen darf, vom Beruf? Also ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ja. Und ja, und dann kommst du dann abends, ich weiß nicht wann, um fünf oder um halb fünf oder um halb sechs nach Hause? Richtig. So. Und dann ziehst du dich splitternackt aus? Richtig. Und springst den ganzen Abend während des Fernsehens, während des Abendessens und so weiter? Egal was ich tue, bin ich nackt. Ja. Und deine Lebensgefährtin ist aber angezogen? Die ist in der Regel angezogen. Klingt so ein bisschen lustig und ein bisschen komisch. Warum machst du das? Ja, ganz einfach. Ich fühle mich dabei am Brutzen, am Preisen und geht mir am besten dabei. Und wie lange praktizierst du das schon? Das sind jetzt mittlerweile etwas über 7, fast 8 Jahre. Ne? Ja, und wie lange bist du mit deiner Lebensgefährtin zusammen? Mit der jetzt gerade 2 Jahre. Ach so, 2 Jahre. Die kam also dazu, während du das schon praktiziert hast. Mhm, richtig. Fand ich am Anfang, weil es auch so ein bisschen
ja, wie soll man sagen, nicht ganz einfach, ihr das beizubringen. Ne? Ja. Weil das ist so eine Sache, wo nicht gerade jeder, die gerade so üblich ist. Na klar, wie hat sie denn so spontan reagiert, als du ihr das dann gebeichtet hast? Ja gut, ich habe mich erst mal angeguckt, mit großen, coolen Augen. Ja. Und konnte ich das auch nicht so richtig vorstellen. Ne? Aber hat nicht so verschreckt reagiert, dass sie gesagt hat, bist du nein, ja pervers oder irgend sowas, nicht, das nicht? Ne? So, wie ist es denn nun, wenn es dann mal abends an der Tür klingelt und Gäste kommen und Besuch kommt? Ja gut, ich mach dann auf, so bin halt nackt. Ach so, nackt. Das heißt, wenn die Nachbarschaft, die wissen schon, dass du immer nackig rumläufst. Gut, meine Nachbarn, so mit den Leuten, wie ich zusammenlebe, hier im Haus, wo ich lebe, die kennen ja das nicht anders. Ich habe wirklich mal aufmacht, hab Kleider an, da sind die schon erschreckt und fragen mich, ob ich krank bin. Ne? Gehst du denn auch nackig in den Keller? Mal ja irgendwas? Klar, im Haus ja, ne? Aber das ist ja schon ein bisschen heikel, ne? Das ist ja ein öffentlicher Raum, wenn du das Treppenhaus... Du wohnst in einem Mehrfamilienhaus? Ja, wir sind insgesamt 6 Parteien. So, 6 Parteien. So, dann gehst du nackt durchs Treppenhaus, da könnten ja... Ja, sicher, klar. Und wenn dann Besuch für die anderen Leute kommt und denen begegnest du im Treppenhaus, was dann? Ja gut, da gibt's schon so etwas merkwürdige Blicke, ne? Das glaube ich, ja. Und es gab deshalb noch keinen Streit, dass die Leute, die Nachbarn gesagt haben, hier komm, in deinen 4 Wänden kannst du es ja machen, aber hier bei uns im Hausflur ziehst du eine Hose an. Komischerweise nicht. Bitte? Gehst du mal ein bisschen näher ans Fenster, die Leitung ist ganz... Oh, Moment. Ja, es knackt immer so ein bisschen weg. Also meine Frage war gerade gewesen, ich habe nicht verstanden, was du geantwortet hast. Ob die Nachbarn nicht mal gesagt haben, okay, in 4 Wänden kannst du es machen, aber bitte nicht im Treppenhaus. Also das ist etwas, was mich persönlich ein bisschen wundern tut, ist, dass die meisten Leute gar nichts dagegen haben. Ja, wundert mich jetzt allerdings auch. Wohnst du in einem sehr toleranten Haus? Ja, kann man schon sagen, ne? Wie bist du denn damals vor 8 Jahren, Dieter, überhaupt auf diese Idee gekommen, das zu machen? Immer? Gut, es fing bei mir damit an, ich habe mal jemanden kennengelernt, FKK-Verein. Wie bitte? Aus dem FKK-Verein habe ich mal jemanden kennengelernt. Ich habe damals darüber auch gelacht, ne? Hab gedacht, mein Gott, ne? Also Ferkelei, ne? Wie kann man sowas? Und aber du warst da schon in einem FKK-Verein? Nein, ich bin heute noch nie im Verein gewesen. Achso, ne? Du hast aus einem FKK-Verein jemanden kennengelernt. Ja. Mhm. Und gut, irgendwann kam mir auch mal der Gedanke, ja mein Gott, was ist eigentlich daran so verkehrt? Aber was, ich kann ja verstehen, dass man, wenn man von der Arbeit kommt, dass man so die Klamotten, die man tagüber anhat, dass man die auszieht, weil die vielleicht zu eng sind oder die kniepen hier oder so. Aber dann könntest du einfach, weiß ich, jetzt eine Trainingshose anziehen und ein Schlabber-T-Shirt, dann wäre es auch locker. Warum muss es denn ganz nackt sein? Ja gut, ich habe das früher auch mal gemacht, ne? So, weißt du, kommst nach Hause, in der Arbeit, ziehst da irgendwas an und... Mhm. Auf der anderen Seite gesehen, ja, warum eigentlich? Ja, was? Vielleicht auch. Man friert vielleicht dann doch nicht so schnell. Man muss ja doch noch mehr heizen, wenn man nur ganz nackt immer rumläuft. Vor allen Dingen im kalten Winter. Das ist komischerweise genau das Gegenteil. Seitdem ich nackt lebe, habe ich weniger mit Erkältung zu tun. Ehrlich? Ja, ja, vielleicht. Dann härtet einen das mehr ab, in der Tat. Und wenn du Urlaub hast, läufst du im ganzen Urlaub dann auch nackt rum? Das sowieso. Dann nur FKK und... Aber du bist für mich nichts anderes. Also wenn ihr den Urlaub fahrt am Strand, ist FKK angesagt. Macht das denn dann deine Lebensgefährtin auch mit? Ja gut, im Urlaub ja, ne? Komischerweise, ne? Da hat sie keine Probleme mit zu Hause, da hat sie halt welche, ne? Also, ein ungewöhnliches Hobby oder eine ungewöhnliche Eigenart, nackt sein, immer wenn er Freizeit hat, der Dieter, ist er nackt und die Nachbarn tolerieren es und die Lebensgefährtin toleriert es. Also alles im guten Bereich. Ja. Kann man so sagen, ne? Komischerweise ist so, dass man da immer so ein Riesenthema draus machen tut, weil wir werden ja alle nackt geboren und wenn wir irgendwann sterben, sind wir ja auch nackt. Ja. Nur irgendwie ist das in unserer Gesellschaft nur, weil es Nacktheit wird toleriert, wenn es kommerziell ist, ne? Wenn wir damit Geld verdienen. Na gut, aber du musst dich ja nicht beklagen, man toleriert dich ja auch. Ja, gut, Gott sei Dank. Ne? Dann viel Spaß weiterhin beim Nacktsein. Ja, danke. Tschüss, Dieter. Also noch schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. Das war der nackte Dieter. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob er jetzt auch nackt war. Wahrscheinlich war er nackt, weil er von zu Hause aus angerufen hat, ja. Susanne, 26 Jahre alt. Hallo, Susanne. Hallo. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an?
Ich wurde von meinem Stiefvater seit meinem 6. Lebensjahr sexuell missbraucht. Seit deinem 6. Lebensjahr? Ja. Bis zu welchem Lebensjahr? Bis zum 18. Bis zum 18. Lebensjahr? Ja. Da muss ich immer tief durchatmen, wenn ich mir das so vorstelle. Ja. Wenn mir Frauen oder Menschen das erzählen, weil dieser Zeitraum ist ja so unglaublich lang, wenn man sich da versucht, nur hineinzuversetzen. Das heißt, deine ganze Kindheit und Jugend ist verfuscht und damit verdreckt und kaputt gemacht worden. Ja. Wie viele Kinder wart ihr in der Familie? Ich hatte noch einen Bruder und dann noch zwei Geschwister, die bei mir gewohnt hatten. Mhm. Und dann hatte ich eben noch Stiefgeschwister. Und hat er das ausschließlich bei dir gemacht oder bei den anderen Kindern auch? Weißt du? Bei mir war es sexuell. Bei meiner Schwester Tanja, die hat er wie die Pest behandelt. Mhm. Die war eine sehr schlechte Esserin und er hat ihr das Essen sozusagen reingeprügelt. Mhm. Und das ist auch ziemlich schlimm. Mhm. Und mein Bruder ja auch geschlagen, aber der ist dann eben von zu Hause abgehauen, ist zum Jugendamt gegangen. Mhm. Und meine Schwester Nadine, die wurde gut behandelt, weil sie auch die richtige Tochter war. Ach so. Hat deine Mutter das mitbekommen, was er mit dir gemacht hat? Nein. Bitte? Nein. Nein. Sie war immer unterwegs oder bei Nachbarn oder so. Und er hat dir wahrscheinlich angedroht, wenn du was sagst? Dann tut er dir was an oder der Mama was an oder... Nee, das war so, ich war ja noch 6 Jahre alt und er hatte zu mir gesagt gehabt, wenn ich was sage, dann würde er ins Gefängnis kommen und ich würde in ein Heim kommen, wo man mich jeden Tag dafür bestrafen würde. Ach so, und da hat man als Kind natürlich wahnsinnige Angst, weil man das auch gar nicht versteht alles. Ja. Ist ja ganz normal. Wie oft ist das vorgekommen? Ziemlich oft. Also ich kann es nicht zählen mehr. Es war sehr, sehr oft. Er hat auch mit diesem kleinen 6-jährigen Mädchen richtigen Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Mhm. Ich musste ihn oral befriedigen, ich musste schlucken und alles Mögliche. Unfassbar. Unfassbar. Und das bis zum 18. Lebensjahr? Ja. Wie und warum hat es dann aufgehört? Es war dann damals so, ich hatte ziemlich einen Streit dann gehabt, auch weil er meine Schwester Tanja so scheiße behandelt hatte. Mhm. Und irgendwann ist es dann eskaliert und ich hatte auch gar keinen Kontakt dann mit ihm gewollt. Ich hatte dann das erste Mal dann mich auch an meinen Mann deswegen gewendet gehabt. Ich hatte es ihm das erste Mal dann gesagt gehabt. An wen hast du dich gewendet? An meinen jetzigen Mann. Den du damals schon kanntest? Der war dein Freund damals, oder was? Nein, es kam erst später. Ach so, erst, als ach so. Ich verstehe. Mit ihm verlobt war, da hatte ich es ihm dann gesagt gehabt. Ja. Ist dann dein Stiefvater von dir angezeigt worden? Jetzt ja. Jetzt ja? Das heißt, das läuft das Ganze im Moment? Ja. Hm. Wie hat deine Mutter darauf reagiert, als sie das erfahren hat? Erst wollte sie es mir gar nicht glauben. Ich hatte ihr sonst wie viele Beweise geliefert, weil... ich war 9 und ich hatte meine erste Menstruation schon gehabt. Und meine Mutter ist mit mir zur Frauenärztin gewesen. Mhm. Und die Frauenärztin hatte mich gefragt, ob ich schon mal Geschlechtsverkehr hatte. Ja. Und ich hatte eben Angst gehabt und hatte eben Nein gesagt. Ja. Und die Frauenärztin konnte mir einfach nicht glauben. Mhm. Und meine Mutter, die war ja dabei. Mhm. Und das heißt, da hätte eigentlich die Mutter hellhörig werden müssen. Ja. Ja, jetzt ist sie ja auf meiner Seite, weil ich habe ja auch noch einige andere Sachen gesagt. Ich konnte... Mhm. Also das Glied hatte ein paar Merkmale und da konnte sie nicht mehr wegrennen. Das heißt, die Anzeige, das Verfahren, ist er jetzt im Moment schon in Untersuchungshaft oder wie ist der Stand der Dinge? Nee, der war jetzt, hatte versucht, sich selbst umzubringen und er ist jetzt im LKH erstmal. Du hast gerade jetzt so beiläufig gesagt, mein jetziger Mann. Ja. Kannst du überhaupt einen Mann lieben, nachdem ein Mann dir so etwas angetan hat? Ja, das kann ich, aber es ist schwer mit körperlichem Kontakt manchmal. Mhm. Geht es überhaupt körperlich kannst du überhaupt mit einem Mann schlafen, dass du auch ein etwas Angenehmes dabei empfindest? Ja, also es geht schon, aber manchmal da, wenn zum Beispiel Erinnerungen hochkommen, da will ich von ihnen nicht berührt werden und nichts. Mhm.
Der Rest deiner Familie, du hast ja gerade gesagt, dass es noch viele andere Geschwister gibt. Wie gehen die jetzt mit der Situation um, dass der Vater oder beziehungsweise der Stiefvater dieser Sache angeklagt wird? Ja, die sind jetzt erstmal froh, dass außer Haus ist, weil meine Schwester Tanja wurde ja auch eben nicht gerade sorgsam behandelt, habe ich ja schon gesagt. Die hatte damals immer auf ihren Essen gebrochen und der hatte sie dann einmal hervorgeholt, hat ihren Arsch voll gegeben und dann hat er sie hingesetzt und dann musste sie das sogar noch aufessen. Ah, wie schrecklich. Was für ein Teufel, was für ein Teufel. Was sind was für Gefühle hast du heute zu diesem Mann, wenn du an den denkst? Keine mehr, also die sind tot. Tot. Also auch kein Hass mehr, einfach nichts? Nichts. Ich will ihn niemals mehr sehen und nichts. Aber du wirst ihn bei der Gerichtsverhandlung sehen? Oder wie wird das sein? Ja, da hat man mir gesagt gehabt, dass ich dann ihn nicht mehr sehen brauche. Also ich werde dann, sein Anwalt wird zwar dabei sein, aber er selber nicht. Ja. Was wünschst du dir für eine Strafe für ihn? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir einfach, dass er ins Gefängnis kommt und dass dann alles erstmal Ruhe ist. Und dann möchtest du den niemals in deinem Leben wieder sehen? Nein. Wird deine Mutter sich scheiden von ihm? Scheiden lassen? Ja, die hat die Scheidungspapiere schon unterschrieben. Also das hat auf jeden Fall jetzt den Effekt, dass deine Mutter zu dir steht. Ja. Und du ihr auch im Nachhinein keine Vorwürfe machst, dass sie das hätte irgendwie merken müssen. Ich hatte es ja eigentlich so vorgehabt, ich hatte ja so ein Gedicht geschrieben gehabt und wollte es ihm schicken und ihm die Chance geben, das alles hier meiner Mutter zu sagen. Aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Und jetzt glaubt mir meine Mutter auch so eben. Ja. Wenn man so viele Jahre so eine schwere seelische und auch körperliche Verletzung hat ertragen müssen, muss man ja eigentlich, glaube ich, sehr lange in fachkundige Hände. Warst du das oder bist du das? Bist du bei einem Psychologen oder einem Psychiater, beim Arzt? Ich war schon mal bei Psychologen, aber es hat nicht so geholfen. Also ich habe ja auch körperliche Schwierigkeiten. Ich habe zum Beispiel Angstschweiß entwickelt. Ja. Und ich esse meine Frust in mich hinein. Das heißt, es gab nach dieser schweren Zeit noch keine wirklich lang andauernde Therapie bei dir? Nee. Wärst du bereit, das zu machen? Ja, das war ja auch mit der Anzeige mein erster Schritt, weil ich will dieses Leben nicht mehr. Ich meine, ich wiege jetzt 140 Kilo und das ist ein bisschen happig und ich fühle mich absolut nicht wohl. Ja. Ich würde es dir aus jetzt auch langjähriger Erfahrung hier in der Sendung, Susanne, die Gespräche, die ich mit betroffenen Frauen geführt habe und auch mit Frauen, die sich dann auch noch später bei mir gemeldet haben, kann ich es dir nur sehr dringend empfehlen, das zu tun. Weil, ja, das werde ich dann auch. Ja, ich glaube, weil du das nicht alleine schaffen, das kann man nicht alleine schaffen, aus so etwas herauszukommen. Ich würde dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin jetzt anbieten. So dass sie dir auch nochmal genau einfach mal informativ sagt, welche Therapie du am besten machen solltest, wie du es angehst und einfach so ein paar Hintergrundinfos. Wäre das okay für dich? Das wäre okay. Ja. Dann machen wir das jetzt gleich so, dann legst du auf und die Magdalena ruft dich an. Und ich finde sehr gut, muss es nochmal sagen, dass jetzt alles so in die Gänge gekommen ist, dass die Anzeige läuft, dass du auch für dich entschieden hast, es kann so nicht weitergehen. Das sind ja alles wichtige Schritte, ne, dass man das für sich selbst auch entscheidet. Und weißt du, was das für Schritte auch sind? Das sind Schritte hin zum Leben. Das finde ich gut. Das heißt, du gibst dich nicht auf. Du guckst nach vorne und sagst, ich will versuchen, was zu machen. Und das finde ich toll. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch eine kleine Tochter, die ich über alles liebe und für die will ich ja auch da sein. Genau, ganz genau. Und du bist jetzt 26 und wenn du jetzt, was ich dir sehr wünsche, auch an einen guten Therapeuten gerätst, eine gute Therapeutin, dann kann man das vielleicht gemeinsam einigermaßen in den Griff kriegen, sagen wir es mal so. Die Narben werden immer bleiben, das ist klar. Ja, das weiß ich. Susanne, du legst bitte auf und die Magdalene, meine Psychologin, ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Willi ist hier und Willi ist 62 Jahre alt. Hallo Willi. Hallo Domian. Hallo Willi. Dein Thema. Ja, es geht um das Thema von gestern. Ich bin anders. Ja? Ich habe eine Macke. Du hast eine Macke. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich hatte gestern den Anfang nicht mitbekommen.
wo du mit Trinchen gesprochen hast. Da hatte ich noch mit Thomas gesprochen, im Vorgespräch. Ja, also ich muss sagen, Trinchen war gestern mein erster Gesprächspartner. Ja, genau. Ein Mann, der sich Trinchen nennt. Ja. Ja, ja, und? Ja, ich habe also ähnliche Neigungen, dass ich gerne mal in die Frauenrolle schlüpfe. Ja. Aber es leider nicht so genießen kann wie Trinchen. Ja, der war ja völlig gut drauf, ne? Ja. Und alle haben es toleriert und ich war ganz baff, dass selbst die Leute im Dorf sich gar nicht die Mäuler zerrissen haben. Ja, genau das, die Gefahr besteht ja da, weil das in der Regel nicht akzeptiert wird. Wie sieht das bei dir aus? Bist du in einer Beziehung? Ja, ich lebe getrennt und meine Frau hat es also auch nicht akzeptiert. Ja, und wie sieht das denn genau bei dir aus? Verkleidest du dich, ziehst du dich gerne ab und zu als Frau an? Ja. So mit allem drum und dran, von Haare bis Pumps und Schminken und so weiter. Genau. Mhm. Und wie lange machst du das schon? Ja, das ist nicht regelmäßig, das war jetzt mal mit einer Pause, aber angefangen hat das ja vielleicht vor 20, 25 Jahren. Ja, und hast es dann immer wieder mal so durchgezogen mit Frauen. Ja, und das was natürlich auch belastend ist, dass man das immer heimlich machen muss. Ne? Ja, wo und wie machst du es? Immer nur in der Wohnung? In der Regel nur in der Wohnung. Oder aber, dass ich dann auch schon mal in die Stadt gegangen bin, natürlich so gegen Abend, wenn es nicht mehr ganz so hell ist, in der Hoffnung, dass es nicht ganz so auffällt. Ja. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Dann geht das, ne? Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn man eigentlich jahrelang sich nur in der Wohnung so hat geben können als Frau und plötzlich geht man auf einen Bürgersteig als Frau? Was ist das für ein Gefühl? Ja, zunächst eine große Unsicherheit. Ja. Und man versucht sich verstohlen umzugucken und man versucht Schaufenster in der Stadt als Spiegel zu benutzen, damit es nicht so auffällt, wenn man sich umdreht, ob die Leute am Nachschauen, ob das überhaupt auffällt, ob das überhaupt einer merkt. Aber hat es auch was Tolles irgendwie, was Positives? Ja. Irgendwo schon, sonst würde es ja nicht rausgehen. Richtig, ne? Ja, das ist richtig. Kannst du einem Menschen, der diesbezüglich keine Ambitionen hat, und das habe ich nicht, und die meisten Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Könntest du mir das erklären, warum du das so toll findest? Ich gehe mir davon aus, dass du ein heterosexueller Mann bist. Richtig, ja. Was du daran so toll findest, dich als Frau zu verkleiden? Ja, so richtig erklären kann ich das wohl selbst nicht. Mhm. Es ist halt ein anderes Gefühl. Es ist, ja. Aber ihr müsst es klarstellen. Du wärst nicht gerne eine Frau. Oder doch, wenn du es auswählen könntest. Nein, eigentlich nicht. Nein. Dann, das ist ja noch absurder. Also das kann ich ja gut. Umwandlung würde ich nicht vornehmen. Ja, ja. Mhm. Also kein transsexueller Mensch, sondern ein Mensch, der sich gerne mal in die Frauenrolle begibt. Ne? So kann man es sagen. Ja. Mhm. Aber letztendlich von der Identität her ein Kerl ist, ne? Ein Mann ist. Ja. Ja. Was nur für mich irgendwo auch widersprüchlich ist, dass zum Beispiel jeder namhafte Schauspieler mal in die Rolle schlüpfen kann. Mhm. Und dass das dann auch von der eigenen Frau akzeptiert wird und auch die Sendung, die vor einiger Zeit dann schon als Wiederholung gelaufen sind von Mary, die werden sich angesehen und das ist ganz interessant und amüsant, aber wenn man selbst mal sich Frauensachen anzieht, dann wird das als pervers abgetan. Also deine Beziehung akzeptiert. Ja, also deine Beziehung ist daran gescheitert? Nein, nicht ausschließlich, aber die ist dadurch sicherlich sehr belastet worden. Mhm. Hast du das von Anfang an deiner Partnerin gesagt oder ist das so peu à peu so durchgesickert? Nein, das war anfangs auch nicht. Deshalb hatte ich mir auch mal den Spruch gefallen lassen müssen, du bist nicht der, den ich kennengelernt habe. Ach so. Mhm. Das hat sich ja später entwickelt. Ach so. Ihr wart so lange zusammen? Ja, ja. Wie lange wart ihr zusammen? Insgesamt 34 Jahre. 34 Jahre, ja. Und du sagst, vor 25 Jahren fing es ungefähr an mit den Frauengeschichten. Ja, das hat sich eigentlich durch Zufall mal entwickelt. Zu der Zeit gab es ja nicht, wie du sicherlich selbst auch weißt, ich will jetzt keine Schleichwerbe machen, aber zu der Zeit gab es übertrieben gesagt eigentlich nur Schießer Doppelripp. Ja. Und das waren im umgekehrten Sinne für den Mann sicherlich dann auch wie bei der Frau Liebestöter, wenn man so will. Ja. Und ich habe dann für meine Frau mal Wäsche kaufen wollen und sie meinte, sie könnte sowas nicht tragen, weil sie die Figur nicht dafür hätte. Ja. Ja, und umtauschen war dann nicht. Und hast du es angezogen? Dann habe ich es mal anprobiert. Ehrlich? Und so fing es an? So hat es eigentlich angefangen.
Also mit schicker Damen, mit Dessous, mit schicker Damenunterwäsche. Ja. Die hast du selbst angezogen und das fandst du cool. Ja, und dann bin ich auch mal gefragt worden, ob ich das für mich haben wollte oder für meine Frau. Ja. Und dann habe ich ein bisschen rumgedruckst und irgendwie war mir das auch peinlich. Und dann, ja, kannst du ruhig sagen, das war im Erotikshop, wo es auch Wäsche gab. Mhm. Und dann hat man mich also beraten, nee, dann musst du also für dich musst du dann so und so, dann passt das besser und sitzt das besser. Und ja, so hat sich das immer mehr entwickelt. Verstehe. Dann mittlerweile hast du auch mal Strumpfhosen gekauft und dann immer mehr und dann auch mal Oberbekleidung. Wo kaufst du denn heute deine Oberbekleidung und deine Schuhe zum Beispiel? In normalen Geschäften? Ja, da muss ich noch ein bisschen zurückgehen. Zu der Zeit war es dann auch peinlich, wenn du in ein normales Geschäft gegangen bist, ins Kaufhaus oder in die Wäscheabteilung. Ja. Heute fällt es dir doch gar nicht mehr auf. Heute ist das schon fast gang und gäbe. Na gut, aber ich... Aber trotzdem beobachte ich so, dass aus den Augenwinkeln, da gibt es auch schon Unterschiede. Ja, ja. Entweder gehen auch, so wie ich schon mal, Männer alleine, die es dann vielleicht auch für sich oder aber für die Frau kaufen. Also ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt dir ein schickes Kleid kaufen willst, ne? Oder ein Kostüm oder sowas. Das ist ja schon auch heute wahrscheinlich noch ein bisschen seltsam, wenn du dann im Kaufhof, bei C&A oder bei Karstadt, weiß ich wo, stehst und das selbst anprobierst. Da rümpfen die doch bestimmt auch die Nase für Käuferinnen, oder? Das ist mir, ja, da in der Richtung bin ich noch nicht so aufgefallen. Peinlicher war das mal, dass mich ein Kaufhausdetektiv aus der Kabine geholt hat. Ach so, weil der dachte, du wolltest das klauen, oder wie? Ich weiß es nicht. Da war die Auswahl sehr groß und ich habe dann wohl ein bisschen länger gebraucht, um mich zu entscheiden und habe dies und jenes und dann wurde das zu viel und dann habe ich also versucht, eine engere Wahl zu treffen und dann habe ich wieder das eine oder andere weggehängt und da ich aus Erfahrung weiß, dass man sich nicht einfach auf die Größe verlassen kann, die da drin steht, weil ich schon mal wiederholt blind was gekauft habe und so nach Aussehen und nach Größe müsste es eigentlich passen und dann passt es überhaupt nicht. Und dann habe ich mir gesagt, das kannst du nicht machen. Wie ist denn die Sache dann ausgegangen? Hat man es dir geglaubt oder wurde es irgendwie kompliziert? Mit dem Detektiv, meine ich. Nee, der hat mich des Hauses verwiesen und hat mich behandelt wie ein Kaufhausdieb. Ah ja, naja. Ah, so, du bist 62 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Bis jetzt lebst jetzt alleine, lebst solo. Mhm. Hast du denn irgendwelche Menschen, mit denen du das zumindest so besprechen kannst? Oder ist das so eine ganz einsame... Dein ganz einsames Hobby, deine ganz einsame Leidenschaft? Ja, ich hatte mal für 4 Jahre jemand und irgendwann wusste ich auch nicht mehr, ob ich die am Kopf oder am Hintern habe. Sie hat mal gesagt, was ich mir mal wünschen würde, dass du dir Frauensachen anziehst und wir gehen mal spazieren. Mhm. Und bei irgendeiner anderen Gelegenheit kriegt sie dann zu hören, ja, das habe ich ja nur deinetwegen gemacht. Ach so. Aber du hast keine... Weil wir dann mal bei Karneval Partnerlook gemacht haben. Ja, ja. Und beide in entsprechender Verkleidung. Ich hab... Und dann wusste ich also auch nicht mehr, wo ich sie habe. Ja. Ob ich dann, ja, jetzt... fühlte ich mich auch nicht gerade gestärkt dadurch. Ja. Jetzt im Moment, wo wir gerade telefonieren, hast du auch Damensachen an? Nein. Nein, das nicht. Mhm. Wenn du die Sachen anziehst, Ich kann mir vorstellen, damals, als du zum ersten Mal diese Dessous angezogen hast, dass das auch so eine selbsterotische Komponente hatte. Ja. Ist das heute immer noch so, wenn du Damenkleidung anziehst, dass das auch irgendwo erotisch prickelnd für dich ist? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist nicht immer gleich stark. Mhm. Man kann es vielleicht nicht so vergleichen, aber ich sag mal, es ist sicherlich schon ein Unterschied, ob du jetzt... ja, von Schuhen her, ob du jetzt Wanderschuhe an hast oder deine guten Sonntagsschuhe. Ja. Du gehst schon mit dem Schuh ganz anders. Ja, ist klar, ja. Und wenn du jetzt Pumps anziehst, gehst du auch ganz anders. Ja, ja. Hast einen ganz anderen Schritt. Fühlst du dich mit dieser Neigung, sag ich mal, einsam? Ja, eigentlich schon. Man kann mit niemandem drüber sprechen. Man hat keinen Partner, der das akzeptiert. Aber es gibt auch mittlerweile wirklich 1000 Foren im Internet, wo sich Gleichgesinnte treffen und du bist ja nur wirklich kein Einzelfall, dass ein heterosexueller Mann sowas macht. Da könntest du doch auch irgendwie Freundschaften... Ja, ich habe das bei dir schon mal gehört und ich habe das auch mal vor längerer Zeit, hatte der Jürgen von der Lippe, ich glaube die Sendung hieß So ist es oder in welcher Sendung das war, da hat er einen Gast gehabt und der hat gesagt, das geht also quer durch die Bevölkerung, vom kleinsten Arbeiter bis zum höchsten Politiker. Absolut, und die haben ein Treffen in Frankfurt. Ja. Und ich bin auch mal vor längerer Zeit, vor ein paar Jahren, über eine Anzeige auf sowas gestoßen. Mhm. Nur da habe ich mich nicht dazu durchringen können, weil das nur also Männer waren. Ach so.
Das war zwar ein gleichgesinnter Kreis, aber irgendwo spielte auch so ein bisschen die Erotik da mit rein. Mhm. Und da ich hetero bin, konnte ich da also nicht so sehr viel mit anfangen. Also musstest du... Ich also diesen Kontakt dann nicht näher aufgenommen. Verstehe. Das heißt, du bist also immer noch suchend, vor allen Dingen nach einer Partnerin, die das akzeptiert. Und Internet habe ich nicht, habe ich keine Möglichkeiten, da mich zu orientieren. Kann dir ja mal ein Angebot machen. Ich bin noch nicht weitergekommen. Kann dir mal ein Angebot machen. Wir sind hier zwar keine Kontaktbörse, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wenn sich eine Frau angesprochen fühlt von dem, was du so erzählt hast und wie du so rübergekommen bist, die möge uns bitte mailen, dann können wir ja einen Kontakt herstellen. Einverstanden? Ja. Ja? Um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin sagte, wo ich Probleme hatte. Das war also nicht ein Einzelfall. Ne? Mhm. Auf der einen Seite ist der Handel am Stöhnen und die können machen keinen Umsatz und im Endeffekt kann es denen auch egal sein, ob ich das für meine Frau oder für mich oder für beide kaufe. Ja, allerdings, das sehe ich auch so, ja. Und statt Beratung hat also im anderen Fall mal die Verkäuferin die Abteilungsleiterin geholt und die haben mir erklärt, dass das die Damenabteilung ist und nicht die Herrenabteilung. Ja, die Leute müssen auch viel lernen, ne? Dass es eben auch sowas gibt. Und selbst bei der Erotikmesse habe ich also auch schon mal Schwierigkeiten gehabt. Selbst da, wo man der Meinung sein könnte, da müsste es noch eher toleriert werden, auch nicht. Ne? Also ich wünsche dir, dass du auf tolerante Leute triffst demnächst und vor allen Dingen wünsche ich dir von Herzen, dass du eine Frau triffst. Das ist ja noch das Allerwichtigste schlechthin. Lieber Willi, alles Gute. Ja, ich danke sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir auch alles Gute weiter für deine Sendung. Mach weiter so. Vielen Dank. Tschüss. Dir. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist bei mir Dirk Bach zu Gast im WDR-Fernsehen um 20 vor 12. Morgen Abend zu später Stunde Dirk Bach, mein Gast. Und wenn ihr gerne mit Dirk Bach morgen während der Sendung auch sprechen wollt, könnt ihr euch heute schon anmelden bei mir unter domian@wdr.de. Um 20 vor 12, morgen geht die Sendung los und eine Stunde vorher sind aber auch schon unsere Leitungen geschaltet, wo ihr dann auch schon anrufen könnt unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Frank und Frank ist 40. Hallo Frank. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Dein Thema? Ja, mein Thema. Ich habe eine besondere Vorliebe. Ich würde mich selber als Bauchfetischisten Als Bauchfetischist. Du stehst also auf Frauenbäuche. Ja, kann man so sagen. Dass, oder auf Männerbäuche. Nein, Frauen. Auf Frauenbäuche. Also eigentlich ausschließlich Frauen. Ja. Und das Besondere ist vielleicht, dass ich mich auch, sagen wir, für das, was im Bauch passiert, besonders interessiere. Ach. Da mag man doch gar nicht so drüber nachdenken, was da so drin passiert. So schön ist das ja nun nicht, anzusehen oder an sich vorzustellen, oder? Ja, es ist eine besondere Vorliebe, die ich schon seit einigen Jahren habe und die eigentlich dadurch zustande gekommen ist, dass ich mal mit einer Frau zusammen war, die, sie hat Luft heruntergeschluckt. Mhm. Und ich konnte dann fühlen, wie sich die Luft durch ihren Bauch bewegt hat. Und das fandst du cool? Oder schön? War ein sehr, sehr erotisches Gefühl. Ja. Und das hat mich also sehr fasziniert. Und dadurch bin ich eigentlich zu dieser Leidenschaft gekommen. Oder sagen wir mal so, dadurch ist die mir klar geworden, was mich eigentlich am Bauch so fasziniert. Ja. Ich hatte also früher schon dieses Gefühl. Also früher bezog es sich wahrscheinlich nur auf das Äußerliche, dass du den Bauch gerne angeguckt hast, einen Frauenbauch. Ja. Wir reden erstmal nur von dem Äußerlichen. Wie muss denn so ein Frauenbauch aussehen, der für dich optimal ist, den du wunderschön findest? Das ist schwierig zu sagen, weil ich habe das auch mal versucht, mir irgendwie so klar zu machen. Aber es ist nicht unbedingt an einem bestimmten Kriterium festzumachen. Ich frage jetzt mal so ein paar. Sollte ein flacher Bauch sein? Es kann ein flacher Bauch sein, es kann auch eher ein rundlicher sein. Ich glaube, es ist eher ein rundlicher. Ah ja, eher ein rundlicher. Hat der Bauchnabel, das muss ja in einer besonderen Form geformt sein? Nein. Das ist weniger wichtig. Das ist auch, was ich immer wieder feststelle, wenn ich jetzt nach dieser Art von Vorliebe oder Fetisch suche, zum Beispiel im Internet, da gibt es diesen Belly-Fetisch, dieser Bauchnabel-Fetisch. Und
das habe ich festgestellt, ist es überhaupt nicht. Mhm. Also damit hat es eigentlich nichts zu tun. Ja. Wenn der Bauchnabel schön ist, dann ist das okay, aber das muss nicht sein. Also ich merke schon, dass man das theoretisch gar nicht so ganz einfach beschreiben kann, was für dich ein ästhetischer Bauch ist. Nein. Kommt sicher von Frau zu Frau auch drauf an. Er sollte wahrscheinlich nicht zu dünn und nicht zu wabbelig sein und ne, so könnte ich mir schon denken. Ja, also es kommt auch auf die gesamte Körperform an. Ja. Also der Bauch alleine ist es nicht nur. Ja. Es ist auch das Drumherum, sagen wir mal, die gesamte Gestalt. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Innere des Bauches zu sprechen kommen. Ja. Du hast das gerade mit der Luft erklärt, dass man so fühlt, wie die Luft sich darin bewegt. Na, okay, kann man ja vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Aber gehst du so weit, dass du dir vorstellst, da sind jetzt die Därme, da sind ja nun mal die Därme runter und so weiter. Wir wollen das ja uns gar nicht weiter jetzt vorstellen. Ist ja, das so? Ja, eigentlich schon. Das schon. Und das findest du dann auch erotisch? Ja, und also ich habe zum Beispiel von einer Frau mal erfahren, ich habe allerdings nur mal E-Mail-Kontakt mit ihr gehabt, dass sie zum Beispiel auch Apfelmittel genommen hat. Mhm. Und dadurch auch fühlen konnte, wie das in ihrem Bauch verdaut wurde. Und das findest du gut? Und das hat mich, also das war, nachdem ich mit dieser ersten Frau mal dort zu tun hatte, und habe ich im Internet gesucht und habe dann jemanden getroffen, der also diese Vorliebe hatte. Und ich habe das dann auch mal mit einer Frau zusammen ausprobiert. Mhm. Das ist schon eher die bizarrere Ecke, finde ich, so für mich. Von der Einschätzung her. So nur auf Bäuche zu stehen, kann ich mir eher vorstellen. Das andere kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie ist es denn? Findest du denn oft und viel Frauen, die da auch offen sind, wenn du erzählst, wie du da gestrickt bist? Nein. Also es ist sehr schwer, jemanden zu finden. Und ich hatte bisher, wie gesagt, diese beiden, die also in der Richtung etwas gemacht haben. Ja. Ansonsten ist es häufig, was man wieder immer wieder trifft, dass es sich um Dinge handelt, wie zum Beispiel reinen Analverkehr oder auch, was man so mit Kaviar bezeichnet, also Kot und Ähnliches, womit das aber überhaupt nichts zu tun hat. Ist denn deine Fixierung auf den Bauch so stark, dass du gar nicht an dem Rest des Frauenkörpers eigentlich interessiert bist, sondern nur an dem Bauch? Nein, also das auf keinen Fall. Also du schläfst auch ganz normal mit einer Frau? Ja, sicher. Durchaus, ne? Du beziehst nur den Bauch vielleicht in besonderer Zärtlichkeit und Liebkosung mit ein oder so? Ja, das ist richtig. Bist du im Moment bist du dann auch solo? Im Moment bin ich solo und nun musst du ja. Die letzte Beziehung war auch nichts, was in dieser Hinsicht irgendwie war. Nun musst du dich ja auch da gar nicht so großartig outen und das immer großartig vorher erzählen. Das muss ja eine Frau gar nicht merken. Wenn du ihren Bauch sehr schön findest und den besonders streichelst, ist das ja erstmal gar nicht so auffällig. Nein, das nicht. Und das finden die meisten Frauen auch sehr angenehm und sehr schön. Und nur wenn man dann halt beispielsweise diese Vorliebe, diesen, ich sage jetzt mal Fetisch, obwohl es eigentlich kein Fetisch ist, ausleben möchte, dann ist meistens so, dass die Frauen sagen, nee, das will ich nicht. Ich meine, wenn du natürlich anfängst, den Frauen zu sagen, die sollen Apfelmittel nehmen oder immer Luft runterschlucken, werden die sicherlich ein bisschen nachdenklich, ne, um es gelinde auszudrücken. Ja, das ist sicher richtig, ja. Ein Bauchfetischist. Du sagst, dass es da auch viele gibt, so in Deutschland, wenn du im Internet herumsaust? Also es gibt viele, die so ähnlich sind. Mhm. Aber jemanden, der genauso ist, den habe ich also noch nirgendwo getroffen. Ja. Also, was wir wieder alles für interessante Sachen hier bei uns hören. Lieber Frank, dann wünsche ich dir auch, ich wünsche euch immer, die ihr so besondere Neigung habt, dass ihr einen Partner oder eine Partnerin findet. Und das wünsche ich dir auch von Herzen. Dass du das mit einer Frau gut ausleben kannst. Ja, das wäre natürlich toll. Ja, wünsche ich dir wirklich. Alles Gute, auf Wiederhören. Gut, danke. Tschüss. Daniel, 19 Jahre alt. Hallo Daniel. Ja, guten Morgen Domian. Guten Morgen Daniel. Um was geht's bei dir? Folgendes ist bei mir, also ich bin 19 und bin schwul. Und habe das meinen Eltern vor ungefähr anderthalb Jahren erzählt. Ja. Und ich sehe meine Mutter ungefähr ein bis dreimal im Monat, weil sie immer auf Dienstreisen ist. Also sie arbeitet beim großen Medikamentenhersteller. Ja, aber du wohnst zu Hause noch bei deinen Eltern?
Ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern, genau. Und wohne praktisch hier mit meinem Vater dann praktisch mehr oder weniger zusammen. Mhm. Und der hat praktisch damit ein Riesenproblem, dass ich praktisch schwul bin und kommt damit überhaupt nicht klar. Und deine Mutter kommt damit eher klar? Also mit meiner Mutter die hat zu mir gesagt, ich soll so leben, wie ich bin und das ist meine Sache. Ja. Und bei meinem Vater ist es so, der sagt zu mir, ich gehöre eigentlich in die Klapse, ich müsste geheilt werden und habe auch schon öfters mal versucht, ihn darauf anzusprechen und mit ihm vernünftig darüber zu reden. Aber da wird natürlich gleich wieder abgeblockt und wird weiter nichts gesagt und ich soll ihn in Ruhe lassen. Und also ist die Wohnsituation ständig angespannt zwischen euch beiden, wenn ihr alleine seid, vor allem wo ihr so viel alleine seid? Ja, ich bin dann versucht da natürlich eben auch öfters aus dem Weg zu gehen. Bin natürlich auch unterwegs in der Stadt und oder gehe dann praktisch so ein bisschen nebenbei arbeiten. Aber hab dann praktisch halt immer mein Vater dann, ich sag mal so, im Hintergedanken. Das Schlimme ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, dass er nicht bereit ist zu einem Gespräch, ne? Dass er sich dem Gespräch verweigert. Also ja, wie gesagt, ich habe versucht zweimal oder drei oder schon eigentlich öfters mit ihm darüber zu reden oder es versucht zu tun. Aber da wird von ihm knallhart abgeblockt und da kommt weiter nichts. Also ich bin eine Klapse und... Wie schlimm, wie fühlst du dich dann? Das ist doch eine sehr große Beleidigung und Demütigung, so etwas gesagt zu bekommen. Ich fühle mich... Man macht sich selber dann auch so Gedanken und denkt, ist man eigentlich normal, aber ich bin so, wie ich bin und ich stehe dazu voll und ganz. Hast du eine Beziehung, einen Freund? Ja, die ist leider dadurch auch halt zu Bruch gegangen. Dadurch? Warum? Dadurch mit zu Buch. Also ich hatte ihn dann mal mitgebracht und wollte ihn mit herbringen, also habe es versucht und habe eigentlich gedacht, dass mein Vater nicht da ist, weil er eigentlich irgendwo unterwegs war und wollte meinem Freund praktisch zeigen, wo ich wohne. Und als er dann nach Hause kam, ist er erstmal nach oben zu mir gekommen und wir haben dann hier gesessen praktisch und er hat gleich rumgeschrien, was macht hier ein Kerl in der Wohnung und er soll sich verpissen und auf jeden Fall nie wiederkommen und dann hat er ihn erstmal achtkantig rausgeschmissen. Ja. Obwohl ich zu ihm gesagt hat, er soll hier bleiben. Ja. Und dann hat er ihn rausgeschmissen, ohne dass ich überhaupt was machen konnte. Und mein Freund hat mich dann natürlich auch nochmal angerufen und wir haben es dann alles nochmal durchgesprochen und aber deshalb darf so auch nicht weitermachen. Ja, wobei ich denke, deshalb darf auch keine Beziehung kaputt gehen. Das ist ja schlimm genug für dich und deswegen muss dein Freund dich ja nicht verlassen. Aber vielleicht war es ja auch noch nicht die ganz große Liebe. Ja, ich will mich auch nicht direkt festlegen. Also wir haben auch noch öfters jetzt so zwischendurch Kontakt. Ach so. Aber weißt du, was ich grundsätzlich meine, Daniel? Das finde ich ein sehr, sehr heftiges Verhalten, was du erzählst von deinem Vater. Das ist doch mit nichts zu entschuldigen. Das ist einfach nur blöd ist das. Da gibt's gar nichts zu diskutieren drüber. Ich glaube, dass man in so einem Fall, wenn man gar nicht mehr mit dem Elternteil reden kann, wenn das Elternteil so zu betoniert ist, wie dein Vater es zu sein scheint, die einzige Möglichkeit für dich besteht, dass du die erstbeste Chance nimmst, da rauszukommen aus dem Elternhaus und eine eigene Wohnung zu haben. Ich weiß, wahrscheinlich ist es finanziell kompliziert und ich weiß, bist du noch Schüler oder was machst du? Nee, ich bin praktisch ohne Ausbildung jetzt wieder. Also ich habe vor August angefangen, eine Ausbildung in Hamburg in der Nähe oben. Und die haben mich dann kurz vor der Probezeit dann rausgeschmissen und so war ich dann praktisch wieder angewiesen, hier erstmal zu wohnen, weil das Finanzielle ist bei mir natürlich auch nicht wirklich ist klar. Ja. Und dadurch bin ich halt angewiesen, hier zu wohnen. Ja. Setz all deine Energie rein, die du hast, irgendwie eine neue Stelle zu finden und dass du aus diesem Haus, aus dieser Wohnung rauskommst. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass sich das ein bisschen entspannt und dass du auch nicht dieser permanenten Verletzung ausgesetzt bist. Denn du kannst den ja im Moment offensichtlich nicht irgendwie beeinflussen, weil er einfach dicht macht. Er spricht ja nicht mit dir. Raus, so schnell wie möglich raus. Wenn es auch nicht sofort geht, aber dass du es als Zielperspektive einfach vor Augen hast, das so schnell wie möglich zu arrangieren. Ja, vor allem das Traurige ist, das ist mein Vater. Und ja, das ist schlimm, das ist furchtbar. Ich ihn ja auch liebe, ja. Aber... Also die Meinung deiner Mutter, die Einstellung ist ja genau richtig. Kann die denn nicht auf deinen Vater mehr einwirken? Sie hat es versucht, aber für ihn, er blockt bei diesem Thema komplett ab und sagt einfach nur, ich bin krank und ich muss in eine Klapse und muss geheilt werden. Ja, es ist ganz schlimm und dramatisch, dass Eltern so mit den Kindern umspringen. Aber wie gesagt, dir bleibt nichts anderes übrig, als deinen eigenen Weg dann zu gehen und zu suchen auch. Lieber Dani, die Sendung ist gleich rum. Alles Gute, wünsche ich dir und viel Kraft. Ich danke dir und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, in der Technik. Heute Abend, heute Nacht waren Matthias Neef und Michael Jansen. Morgen sind wir um 20 vor 12 im WDR-Fernsehen mit meinem Promi-Gast Dirk Bach. Und ihr könnt anrufen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Ihr könnt Dirk fragen, was ihr ihn gerne immer schon mal fragen wolltet. Morgen 20 vor 12 WDR-Fernsehen. Bis dahin, mach's gut. Schöne Nacht. Gute Nacht. Zwei Uhr, Kiew. Die Opposition in der Ukraine feiert die Annullierung der Stichwahl vom 21. November. Das oberste Gericht hat